Das sollte man wissen. Einmal im Monat gibt es eine Phase im Zyklus der Frau, wo Frau sich ziemlich verändern kann. Und das trifft statistisch sehr viele Frauen. Sogenannte PMS, das prämenstruelle Syndrom, wird die Frau und auch die meisten Männer kennen. Die Stimmung ändert sich, der Körper ändert sich, Wassereinlagerung, Akne, Brustspannen, Gereiztheit, zum Teil Aggressivität, hohe Emotionalität. Von Himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt, Migräne, das ganze Potpourri an prämenstrueller Symptomatik. Woran liegt das eigentlich? Wenn man sich den Zyklus nochmal anschaut, beziehungsweise die allerletzte Phase des Zyklus, dann sieht man, dass hier zwei Hormone eine große Rolle spielen, die sich überschneiden. Und zwar das Östrogen und das Progesteron zugunsten des Östrogens. Hier entsteht eine leichte Östrogendominanz und das scheint Ursache zu sein für diese Symptomatik. Liebe Männer, wichtig ist, die Frauen können da überhaupt nichts für. Die können da genauso wenig für, wie wenn ihr zum Beispiel vor dem Gespräch mit einem Chef oder vor einem großen Vortrag aufgeregt seid, Herzschlag erhöht sich und schwitzige Hände. Das könnt ihr auch nicht steuern. Genauso wenig können die Frauen steuern, wie ihre Stimmung, Laune und ihr Körper sich verändert. Ein ganz wichtiger Punkt. Und da kommen wir schon so langsam zu dem Punkt, was du für dich, aber auch für deine Partnerin tun kannst, damit es zu Hause nicht Knallt. Und das Erste, was du tun kannst, ist Verständnis zeigen, vor allem mit dem Hintergrundwissen, dass hormonell da was passiert. Die Frauen können da nichts dafür. Sie haben sich nicht ausgesucht, das liegt auch nicht am Stress an der Arbeit, sondern es liegt einfach daran, dass die Hormone sich verändern. Und einfach verständnisvoll mit den Veränderungen umgehen. Das kann manchmal sein, dass du denkst, mein Gott, was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Nimm es einfach hin, nimm Wind aus den Segeln, sag, ja, okay, ich räume die Schuhe jetzt einen Meter weiter nach vorne und gut ist. Ein zweiter wichtiger Punkt ist Hilfe anbieten. Damit machst du erstmal überhaupt nichts falsch. Wenn Hilfe nicht gewünscht ist oder du rausgeschickt wirst, egal was, hast du wenigstens Hilfe angeboten. Das sind die zwei aller, aller wichtigsten Punkte. Du kannst aber wirklich proaktiv was tun, je nachdem wie die Symptomatik aussieht. Vielen Frauen hilft nachgewiesenerweise ein Stressabbau, das hilft uns allen, ist klar, und Bewegung. Wenn du also weißt, okay, ich kenne ja den Zyklus meiner Frau ungefähr und ich weiß, fünf, sechs Tage vorher geht es schon los, dann plan doch schon mal einen Spaziergang mit ihr zusammen ein, wenn sie das denn möchte. Bewegung hilft, das reduziert den Stress und das hilft auch. Was auch hilft, ist Triggersubstanzen reduzieren. Und die drei größten Trigger sind Koffein, Nikotin und Alkohol. Diese Sachen solltest du also für vier, vier, fünf Tage, je nachdem wie lange das geht, vermeiden. Alkohol lässt sich gut vermeiden, kannst auch alkoholfreies Bier kredenzen oder anbieten. Rauchen solltest du, wenn du es in der Wohnung sonst tust, eh draußen machen oder irgendwo, wo sie es nicht mitbekommt. Und Koffein, klar tut uns allen weh, Koffeinverzicht gibt auch koffeinfreien Kaffee, kann auch ganz gut schmecken, ist wirklich ein riesen, riesen Benchmark. Probier es auf jeden Fall mal aus. Nächster wichtiger Punkt ist die Ernährung zu dieser Zeit. Tatsächlich. Also natürlich haben viele Frauen Heißhungerattacken. Sie möchten Chips, Schokolade, Kuchen, am liebsten alles zusammen. Hier solltest du aber wirklich proaktiv dafür sorgen, vielleicht auch einkaufen gehen und sagen, so, heute Abend gibt es eben den... Salat mit einem mageren Fleisch, wenn ihr Fleisch esst, oder eben gar kein Fleisch. Was unglaublich hilft, sind tatsächlich Sojabohnen. Wenn man relativ viel Sojabohnen zu sich nimmt, dann kann das diese Symptomatik ein bisschen mindern. Abends könnt ihr euch einen schönen Serienabend machen, aber anstatt die Tüte Chips aufzureißen, wie ihr es vielleicht sonst tut, macht einfach mal Karotten, Kohlrabi-Snacks, macht einen schönen sour dip dazu. Klar, das ist für drei, vier Tage, kriegt man das hin. Die Chips schmecken sicherlich besser, man hat mehr Lust auf Chips, aber probiert es mal aus. Das kann auf jeden Fall funktionieren. Und was ein wichtiger Punkt ist, wenn du natürlich das Wissen, was du jetzt hast, auch vermittelst, indem du ihr sagst hier, der Junge hat ein PMS-Video gemacht, wo es wirklich nochmal einen Deep Dive gibt in die Thematik PMS, was man tun kann und auch zum Thema Ernährung. Guckt euch die Videos gerne nochmal an und dann schreibt mir bitte mal in den Kommentar, ob irgendwas funktioniert hat und ob ihr jetzt vielleicht besser klarkommt als vorher.